Schönen guten Morgen aus dem Valstura. Schon wieder ein Tal südlicher. Ist jetzt das dritte Tal von unserem Westalpentrip, aber wahrscheinlich leider das letzte. Ja. Weil es ist heuer echt wachsend Wetter und der sagt runden Morgen, Mordswindow. In Italien tief, dass es so raucht, Schnee auf die Berg und daher werden wir wahrscheinlich Dauerregen heimfahren müssen, weil einfach die größeren Geschichten nicht mehr gehen. Vielleicht fahren wir noch mal hoch, uns hat es echt viel gut gefallen. Voll. Und machen das dann in Ruhe, weil wir haben das die ersten Tage mitgekriegt, ist echt ein Kampf auf knapp 200 bis 3000 Meter um und das wollen wir nicht tun. Ja, Valstura, wir waren schon einmal da unten, wir waren Isola 2000 vor 2 Jahren, richtig cool gewesen, aber auch zum Aufpassen von der Planung, also man hat schon schauen müssen, was man macht da unten, man muss sich gut informieren über die Wege, es ist relativ viel befestigt durch die Militäranlage, aber auch stark verfallen, ja. Also da wirklich keine Experimente. Ja. Bei uns geht es heute auf Cima Colalunga. Ist eh schon da hinten, auch sogar angeschrieben bei den Schüttel, voll nett. Und die haben da echt voll die coolen Routen überall gemacht. Seht ihr das? MTB, EMTB. Also richtig cool. Und total nett da überall die Kosten dazu. Da haben sie voll viel tun. Auch voll der coole Campingplatz war da unten. Ja, voll. Für uns natürlich dann schon uninteressant, weil er zugehabt hat. Aber war echt voll schön gewesen. Ja. Und ich sehe, es hungert auch gerade auf. Ja, bis jetzt sind wir 7 Tage schon am Weg. Haben jetzt ungefähr im Tag 2500 Tiefenmeter gemacht im Schnitt. War ganz schön ein Schwung, aber sehr, sehr eindrucksvoll. Man gewinnt sich schon an Adler und Storbeck, ja, als wir bald Katzen waren und keine Ahnung, Tauben. und dann keine Leute mehr. Also es ist echt crazy. Ja, es ist voll. So ruhig, es ist so, man ist so allein und so wie gestern, wo wir dann die Pizzeria gefunden haben, auf einer Länge von, ich glaube, 40, 50 Kilometer, ja. Einzig brauchbare, wo ich sagen muss, wow, das ist schon nachhaltig, weil da unten gibt es wirklich nur die Sachen, was du brauchst. Ja. Der ganze Hokuspokus, Zauberkuss und der ganze sonstige Blödsinn, das gibt es eigentlich da nicht. Und Leute sind super zufrieden. Also, wir haben keinen getroffen, der was nicht zufrieden war oder der was gesagt hat, wow, es ist der Horror. Jeder hat mit uns geredet und quatscht und total happy, die Leute mit das bisschen was haben. Und in solchen Zeiten wie heute ist es sicher eine interessante Sache, mal wieder sowas machen, wenn es hilft, das machen wir einfach ganz etwas anderes. Ja. Ja. Auch die Sauberkeit? Ja, das ist echt kein Müll, gar nichts. Also die Pflege, das ist Wahnsinn. Irre. Nicht nur die Wege so auf dem Berg, sondern auch die Straßen. Gell? Die Häuser. Das ist echt die Häuser, das ist Wahnsinn. Ja, und auch die alten, verfallenen Häuser bauen sich halt dann oft auf, entweder schöne Hotels, Restaurants oder Weinkeller. Aber alles halt Tradition und wie gesagt, kein über Lifestyle, man sieht da keine 500 AMG rumfahren oder ein BMW die ganze Zeit. Das Lobeste, was man sieht, ist ein Fiat Panda groß. Und es ist total entspannt und wirklich schön. Voll. Sehr genossen, sehr toll gewesen. Leider wahrscheinlich der letzte Tag. Wahrscheinlich, ja. Wir wissen es nicht, wir sind ja da relativ flexibel mit dem Auto. Jetzt fahren wir die Tour mal und ja, halten euch da ein bisschen am Laufenden und freuen uns auf einen coolen Berg da oben, oder? Genau. Drum bleiben. Da sieht man jetzt noch die alten Mauern, so schön. Sehen schon wieder so alte Kasernenstellungen. Ja, krass. Wahnsinn. Riesenteile. Aber und Wachs, was da für Infrastruktur herrscht. Ja, Wahnsinn. Wir haben es ja gewusst von Isola, wie gesagt, aber dass sich das so komplett durchzieht, echt krass. Also wirklich, wirklich cool, ja. Aber schon anstrengend zu fahren. Auf jeden Fall. Ich muss schnell raus oder zwei. Schaut nicht so steil aus. Nein, ist es aber? Ja. Unwegsam ist es. Unwegsam. Aber sehr eindrucksvoll. Wahnsinn. Das Wetter ist schon der südliche Touch in der Gegend. Ja. Man merkt die schon eher. Dass es ein bisschen dünner bewaldet wird teilweise und ein bisschen auszuchen. Das stimmt. Da sind wir zwei Leute getroffen in der Früh. Waren sie überhaupt zwei? Ja, der mit dem Panda, oder? Ja, genau, stimmt. Und der Jäger oder was? Ja. Krass. Ja. Wahnsinn. Ist das schön? Oder ist das schön? Wahnsinn. Kommst du auf und auf einmal ist es so ein geiler See. Wenn die Sonne ein bisschen scheinert, dann war es nur
Wasser, gell? Aber es schaut so schon so schön aus. Da hinten auf geht's für uns. Wow. Schau da oben, ist ein Bunkereingang. Ja, krass, ja. Ah, das sieht man von der GoPro jetzt nicht. Und einer reicht natürlich nicht. Jetzt haben wir dann noch zu warten. Und es schaut gerade so geil aus. Dann schaut sich mal das Wetter, wo jetzt auf einmal reißt bei uns komplett auf. Ja, nur geil. Ja. Adler haben auch schon wieder ihre Menge gesehen. Sobald dass da der Wind kommt und die Thermen sind, die Dolphin hinterher kommen. Traum. Wow. Ah, da ist der Fisch. Schau da, oder was? Ah, ja. Brutal. Es ist nicht mehr so weit bis zum Joch. Und da kommen jetzt voll viel Haltestellungen. Wahnsinn. Jetzt sind wir gleich da rum. Und jetzt seht ihr gleich die krassen Bauwerke. Da oben sieht man schon mal. Wahnsinn, oder? Ja, und wie schön gemauert. Wow. Es ist so krass groß. Und da oben sind voll die schönen Wappen drin. Wow. Aber der Teil ist schon, schau's mir da drüben zu voll zu voll. Oje. Aber voll ist ja eingemeißelt da oben. Was für ein Floh liegt noch da. Oh. Ja. Krass. Wow, schade. Aber da oben ist ja eingemeißelt, ha? Ja. Ist gewesen, wa? Bist du umgegangen? Aber dass das so boxt, das wundert mich. Krass. Und da ist vorne die. Das hast du noch gehabt am Plan nicht. Oder? Spanier, oder was du hast gehabt, wenn du so geschaut hast, dann ich weiß nicht. Italien. Frankreich. Geil, oder? Mega. So schnell geht's, gell? So schnell geht's. Wir sind beim Aufstieg. Cima Tommy. Das ist amerikanisch. Ganz cool zum Aufgehen. Aber teilweise extrem böig. Der Wind echt wachs. Und landschaftlich sowieso der Wahnsinn. Also abnormal, oder? Also erst ein Stück Wicke. Und wirklich der Hammer. Geht ganz gut zum Gehen. Wir haben dann den ersten Gipfel geschafft, haben dann noch ein Joch und haben dann scheinbar recht eine gute Abfahrt zum Auto und hoffentlich dann eine gute Heimfahrt nach Österreich. Also dranbleiben, wir haben kurz und den Gipfel. Au! Wachs, echt Wachs gerade. Kurz und dann Gipfel Pause gemacht, weil so der Wind geht. Und wir werden einen Gipfel um eine Schwenkpanorama machen, also akustisch haben wir da gar nichts mehr. Und dann ballern wir schon gleich die erste Stage vom Drehlöcher, haben einen kurzen Gegenanstieg und dann geht's zum Auto. Ja, genau. That's it. Was sagst du? Die Haare werden noch gemacht. Ein Tor werden noch gerichtet, na wegen dem Wind schon. Na, schau, wie es ist gemacht. Na, guckst du erst. Da. Und schaut euch das einmal an, da liegt überall noch Stacheldraht von damals. Echt total gestört. Die ganzen Gipfel komplett ausgelegt worden. Yes, wir haben es geschafft und es geht kaum ein Wind, es ist echt ein Wahnsinn. Und wirklich ein Hammer. Der Berggipfel nach St. Burg benannt. Tommy. Tommy, ja. Ja.
Home, Aussicht, ein Wahnsinn. Schwenkst du mal durch. Also, atemberaubend. Sieht man die ganze Straße rauf. Und. Das sind wir da in der Wind jetzt. Das passt ja. Wenn ich sag. Und überall Stacheldraht, Stacheldraht, Stacheldraht. Da schaust du so aus Richtung Westen. Unser Trail da unten, einfach eine Bucht. Jetzt geht der Wind ein bisschen mehr. Und Richtung Osten. Richtung Osten, wo die Kasernen sind. Richtung Frankreich. Wahnsinnsblick mit der Straße. So geil. Und wie ist das Verrückteste überhaupt? Wir müssen das Radl tragen vom Gipfel, weil man kann gar nicht mehr fahren. Nur mehr Stacheldraht. Crazy, ich hab das nicht gemeint. Es ist eingewachsen. 20, 30 Meter Höhenmeter antragen komplett, weil nicht einmal Schirm, weil. Und dann haben wir Wandertag. Wanderroute. Dann können wir nur mit dem Auto schlafen, dann können wir nicht mehr haben. Ja. Na, los geht's.
Can you tell me if the slow we're making?
Ja, direkt zum Bischof. Ja.